Ausweisnummer, Namen der Kinder, Arbeitgeber. Solche sensiblen Daten wurden wahrscheinlich unverschlüsselt online verschickt. Bis nächste Woche hat das betroffene Wohnungsunternehmen Zeit, sich zu erklären. Sollte sich der Verdacht bestätigen, droht ein Bußgeld. Solche Daten, aber auch andere personenbezogene Daten unterliegen gewissen Regularien. Nämlich, dass solche Daten nur geschützt übertragen werden dürfen, mit anderen Worten verschlüsselt. Das fordert das Recht, das fordert auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Und wir sind jetzt dran zu prüfen, ob das so ist. Dabei wird nicht nur die betroffene Gesellschaft unter die Lupe genommen. Jetzt sollen mit Hilfe des Innenministeriums alle kommunalen Bereiche, die persönliche Daten übers Internet abfragen, überprüft werden. Doch wie erkennt man, ob ein Online-Portal sicher ist? Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, wenn man eine Adresse eingibt in seinem Browser, wie zum Beispiel hier die URL, ist darauf zu achten, dass zum einen das HTTPS hier dasteht und auch das grüne Schlüsselsymbol. Oder bei einigen anderen Seiten schreiben auch direkt hier ihren Namen hin mit dem grünen Schlüsselsymbol. Und das sind so Zeichen, dass die Daten sicher übertragen werden. Ob Daten, die bereits unverschlüsselt verschickt wurden, von Unbefugten eingesehen bzw. abgegriffen wurden, ist nur schwer nachvollziehbar. Fakt ist, je näher ein Mietvertragsabschluss bevorsteht, umso mehr muss der potenzielle Mieter von sich preisgeben. Wer sicher gehen will, der verschickt den Fragebogen lieber mit der Post oder bringt ihn persönlich vorbei.